Zunächst möchte ich einmal allen herzlichen Dank sagen für die vielen Glückwünsche zu meinem 7. Priesterjubiläum und auch für die Organisation dieser wunderschönen Feier, die nicht nur mir, sondern auch allen anderen viel Kraft gegeben hat. Im Laufe des Jubiläums hat sich auch mein Schutzengel materialisiert. Bitte, das ist mein Schutzengel und wahrscheinlich wegen der 7. Feier hat er auch hier eine 7. Stola umgehängt. Ja, ich möchte Ihnen aber allen ganz besonders eine schöne Zeit im Sommer wünschen. Ich hoffe, viele können sich erholen, viele können mit Familie, mit Freunden wegfahren. Ja, und nicht nur Zeit für die anderen finden, für die Gemeinsamkeit, sondern auch eine Zeit der Stille. Und auch eine Zeit ein bisschen des Abschaltens, des in sich gehen, vielleicht auch Detox, wie man jetzt so sagt, von den alten elektronischen Geräten, die uns so immer umgeben. Und wenn man ein bisschen Stille hat, ja, sei das vielleicht zu Hause oder in den Bergen oder am Strand oder sonst irgendwo, dann kommt Gott sowieso und klopft mal ein bisschen an. Dann lassen wir hinein und schauen, was er uns zu sagen hat, auch für das kommende Arbeitsjahr, und sicher wieder einiges erwartet, von Covid bis Energie angefangen, aber ich denke, wo uns auch sicher viel Schönes erwartet. Also in allen eine gute Erholung, und die, die sich im Sommer nicht erholen können, weil sie arbeiten müssen, ja, denen sei einfach gesagt, dass das auch wichtig ist, und das lässt endlich Gott sich auch durch die Arbeit, durch liebe Kollegen und hoffentlich auch durch liebe Kunden zeigt. Also in allen im Urlaub oder in der Arbeit einen schönen Sommer und allen einen mindestens so lieben, schönen und großen Schutzengel, wie ich einen gekriegt habe.